Überall wächst Uber und das Unternehmen sucht nach frischem Geld, um in neue Dienste zu investieren, und das scheint kein Ende zu nehmen. Uber nähert sich dem Ziel, 2,1 Milliarden Dollar an Risikokapital aufzubringen. Sobald dies erreicht ist, wird Uber zum teuersten Startup der Welt mit einem Wert von 62,5 Milliarden Dollar. Das Unternehmen mit einem riesigen Marktanteil entwickelt sich stets, um Schnelligkeit und Pünktlichkeit der Anlieferung an den Kunden zu meistern. Uber scheint den Markt zu beherrschen. Er ist größer als Yahoo, FedEx, Ford Motor und Dow Chemical. Uber setzt sich für den Technologiefortschritt ein. Er hat eine weitere Führungskraft aus Google Maps angestellt, was seine Absicht bestätigt, eine eigene Mapping-Technologie und fahrerlose Autos zu entwickeln. Manik Gupta, ehemaliger Google Maps-Mitarbeiter, erklärte: "Ich bin begeistert von der Vision von Uber. Es gibt nur wenige Unternehmen, die solche schnellen und nachhaltigen Veränderungen im Konsumentenverhalten erzielen." In Partnerschaft mit der CMU-Universität in Pittsburgh eröffnete Uber ein neues Forschungszentrum, um ein Mapping-System zu entwickeln. Ryan Graves, Leiter der globalen Aktivitäten von Uber, betonte, dass Unternehmen versteht sich als Logistikplattform, die mit allen möglichen Lieferungen von Lebensmitteln bis Krippentabletten hin experimentiert. Durch vier weitere internationale Marktführer, Didi Kaudi, GrabTaxi, Lyft und Ola, die Konkurrenten von Uber, haben eine globale Marktaufteilungsvereinbarung abgeschlossen, die 50% der Weltbevölkerung abdeckt. Die Partnerschaft zielt darauf ab, den Kunden Zugriff auf Lieferungen zu erleichtern, indem sie die Apps gegenseitig akzeptieren und natürlich den Marktdominator Uber anzuschlagen. Aber ist der Markt groß genug für diese Wettbewerber? Uber hat noch einige Regelungsprobleme, einschließlich Fahrervorschriften. Einige Analysten sind pessimistisch bezüglich des Erfolgs von Uber in Ländern wie China und Indien. Aber mit dem immensen Fahrtenpotenzial durch die hohe Bevölkerungszahl ist es kein Wunder, dass Uber Milliarden investiert, um in der Region festen Fuß zu fassen. Die Branche hat noch viel zu bieten und die Unternehmen weigern sich, Uber alle Gewinne nehmen zu lassen. Das war die Presseschau. Auf Wiedersehen.